Hallo und herzlich willkommen bei Otto TV. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr eine solche Paracord-Wicklung an den Griff eures Messers bekommt. Zwei Dinge sind dafür erforderlich. Zum einen müsst ihr ein feststehendes Messer haben und zum anderen muss der Griff des Messers skelettiert sein. Solltet ihr keinen skelettierten Griff haben, so lohnt es sich eventuell mal, die Griffschalen abzuschrauben und darunter nachzuschauen. Meistens ist der Erl zumindest teilweise skelettiert. Nun aber viel Spaß mit der folgenden Anleitung. Schauen wir uns zunächst an, was wir alles benötigen. Natürlich ein Messer mit skelettiertem Griff. Wir nehmen hier das Essie Isula, das ich euch ja bereits vorgestellt habe. Als nächstes braucht ihr Paracord. Das ist natürlich abhängig von der Länge des Messergriffs. Hier beim Essie Isula reichen so etwa 1,30 Meter, 1,40 Meter aus. Je nachdem, wie ihr das Ende gestalten wollt, braucht ihr dann noch eine Schere und ein Feuerzeug, um das Paracord abzuschneiden und wieder zusammenzumachen. Um den Anfang zu machen, nehmen wir uns die Mitte unseres Paracords und legen das genau hier an den Anfang des skelettierten Griffes. Ich habe hier, damit es besser zu erkennen ist, zwei verschiedenfarbige Paracordenden miteinander verbunden. Ja, ich nehme mir als erstes das obere, das grüne, und führe es von unten durch die Öse hindurch und ziehe es dann nach hier. Dann nehme ich mir, nachdem ich das einmal gemacht habe, das schwarze Ende und ziehe es auch wieder von unten durch, diesmal nach oben, führe es dann unten drunter wieder zurück und wieder von unten durch. Nachdem ich das gemacht habe, nehme ich mir wieder das grüne und führe es wieder von unten durch, nach oben und wieder zurück. So, nochmal langsam. Wir nehmen uns jetzt hier das Grüne und führen es von unten drunter durch. Einmal durchziehen, drüberlegen, dann wieder von unten durchziehen und drüberlegen. Dann das Schwarze nehmen. Jetzt aufgepasst. Eine ganz wichtige Sache, wenn ihr diese Technik anwendet, ist, dass wenn ihr das nächste Paracord-Stück nehmt, dass ihr das nicht über das vorher benutzte legt, sondern dass ihr es wirklich von hier an diesem vorbei und dann erst nach unten von unten her durchführt. Das ist ganz wichtig. Viele Fehler, die bei dieser Wicklung auftreten, uns wirklich zu Frustrationen führen, die beruhen genau daher, weil die Leute dann hier das da drüber legen und damit wird es auf der Rückseite dann falsch gewickelt. Also darauf achten, das ist mein Tipp an euch, wirklich hier sauber dran vorbei, nicht drüber legen und dann von unten durchführen. Wichtig ist, dass ihr immer zwischendurch mal das Ganze zusammenschiebt und schön festzieht und immer dann mit derselben Technik weitermacht. Einmal durch und drüber, nochmal von unten durchziehen und dann unten drüber. Dann das nächste nehmen, unten durch und drüber, ranschieben, unten durch und drüber. Und so machen wir es jetzt weiter bis zum Ende. So, nachdem wir nun hier relativ weit am Ende angekommen sind, nehmen wir noch einmal hier unser letztes schwarzes, ziehen es noch einmal durch und auch noch mal von unten durch. Und ihr seht schon, es wird recht schwierig. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Und wenn das passiert ist, fangen wir jetzt an und nehmen uns das, was wir eigentlich als nächstes nehmen würden, das Grüne, und führen es nicht mehr durch, sondern ziehen es einmal auf der Rückseite einfach nur gerade lang. Wenn wir das gemacht haben, können wir hier schon anfangen, das hier um dieses Endstück des Isula zu wickeln. Das geht natürlich nur beim Isula, diese Technik. Bei anderen Messern könnt ihr hier schon relativ schnell einen Endknoten setzen. Beim Isula ziehen wir das jetzt hier noch ein paar Mal durch. Und nachdem wir das dann gemacht haben, machen wir das auf der anderen Seite auch mit dem Schwarzen. Ziehen das hier ein paar Mal durch, sodass wir das hier um dieses
Loch, Fingerloch hier, sag ich mal, dazu herumwickeln. So, wenn wir am Ende angekommen sind, dann ist es entscheidend, dass das eine Ende auf der einen Seite des Griffstücks liegt und das andere Ende auf der anderen. Wir dürfen auf keinen Fall auf der gleichen Seite sein. Wenn das so ist, dann habt ihr was falsch gemacht. Meistens habt ihr dann vergessen, diesen einen hier einfach nur so rüberzulegen und nicht nochmal durchzuziehen. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann können wir jetzt hier am Ende einen einfachen Knoten reinmachen. Das geht ganz einfach so. Wir nehmen uns beide Enden und knoten sie einfach so zusammen. Keine aufwendige Sache, ganz normaler Knoten. Ihr könnt euch gerne, wenn ihr Lust habt, da ein bisschen mehr Mühe geben als ich jetzt hier und da einen schöneren Knoten machen. Aber einfach auf die Schnelle, dass ihr seht, wie das Ganze funktioniert, machen wir jetzt hier einfach mal einen einfachen Knoten rein. Solltet ihr am Ende noch Paracord übrig haben, so könnt ihr das nutzen, um hier das noch weiter zu verarbeiten. Oder ihr schneidet es einfach hier ab und verschließt das Ganze dann mit einem Feuerzeug wieder. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte euer Isula nun so aussehen. Auf beiden Seiten eine saubere Wicklung. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.